Meine Freunde, wie man's da am Start für euch begrüße euch zur neuen Folge Road to Master. Wir spielen gegen Ditto, gegen Gastrodon, gegen Stalos, gegen Taubos, gegen Garados und gegen Chandelure. Chandelure. Also eigentlich wäre halt diese Woche unser Star Mega Latios. So, Mega Latios ist gut. Aber kann man auch selten nehmen, merke ich so nebenbei. Wir spielen es aber jetzt mal. Wir nehmen es mal mit als letztes Pokémon. Und wir spielen Brigaron für Gastrodon, Garados und Stalos eventuell. Wir spielen Brigaron, Latios und Liden. Liden tun wir mal mit Tidran, oder? Na gut, nee. Wir lieben mal mit Brigaron. Ah, ich muss an Ditto denken. Ach, scheiß drauf. Wir lieben mit Brigaron. Ja, das Ding ist halt, ich habe mein eigenes Brigaron und mein eigenes Brigaron wäre stärker, weil es nämlich den Beulenhelm trägt. Von daher, who cares? Es steht 5:1 mit Hashtag RTM. Könnt ihr Pokémon vorschlagen, die ich demnächst nehmen soll? Das war mir klar, das war nämlich so klar. Ja, das war vom Drain Punch. Ich persönlich, ne, ich rede jetzt bloß von mir, würde niemals als erstes Pokémon Ditto nutzen. Ich würde Ditto als Revenge Killer nehmen für das Mega-Pokémon des Gegners. Also so würde ich Ditto spielen. Also ehrlich gesagt habe ich das gerade echt nicht verstanden, ohne Mist. Das war jetzt gerade ein bisschen sinnlos von ihm. Pidgeot. Na, viel Spaß mit Heatran gleich. Kannst du mir aus deinen Orkanen machen, wie du willst. Sorry, ja, kannst ja noch Korn machen, wie du willst. Ich bin mega taub, es sieht halt schon geil aus, da kann man wirklich nichts sagen. Es hat auch seine Stärken, aber es ist sau schwer, darum mit ihm zu bauen. Ey. Ich hatte schon mal mit, ich werde es auch nochmal mitnehmen. Ach Gott, muss echt um den rundherum. Ich wollte gerade auf Latios wechseln. Okay, es steht 6:1, dafür kann ich ja nicht echt nichts, wenn der aufgibt. Ich würde gerade einen Latios wechseln und Erdbeben nehmen, um das Ding wegzukriegen, aber ist okay. Nein, möchte ich natürlich nicht speichern. Das war jetzt ein kurzer Kampf, besonders doch, Aster. Natürlich möchte ich weiter kämpfen, ja.
Naja, so kann es gehen. Wenn die Leute dann keinen Ausweg haben müssen, müssen wir halt aufgeben. Das ist halt meistens so. Ging mir auch schon so. Wenn ich dann keinen Ausweg mehr sehe, gebe ich dann halt auch auf. So. Weiter geht's. Oh, 1536. Wir lernen uns auch langsam den 1600, ob wir es jemals schaffen, bezweifle ich zwar. Wir spielen gegen Gengar gegen Kryptak. Wir spielen gegen Gengar gegen Kleikrak, gegen Mammutel, gegen Rotom, gegen Heatran und gegen Tentantel. Ah. Brauchen Heatran auf alle Fälle gegen Tentantel. Wir nehmen Krebutak mit. Und überlegen wir mit. Lied mit Krebutak, das ist eigentlich ganz gut. Da können wir gleich mal gucken, was wir machen können gegen diese Viecher. Aber ich kann mir so vorstellen, der wird, oder der oder die wird bestimmt mit Mammutlied oder mit Tentantel. Mit Gengar. Okay. Abschlag. Gengar nicht. Oh, bitte kein Abgangspunkt. Ich werde auch nicht Drachen tanzen, weil ich sowieso nicht schneller werde als Mega Gengar. Nach eben Drachen tanzen ist das Problem. Aus dem 693 Linkkämpfer hat er schon gemacht. 1600 ausgebildete, Alter. Oh. Na klar. Abgangspunkt ist so lächerlich, ey. Dann bei Gengar. Ich meine, ich sehe das ein bei Bane oder bei, keine Ahnung, was für Geist-Pokémon es sind. Aber bei Gengar, weil du einfach nicht wechseln kannst. Na klar, kommt beim Mudel da raus. Scheiße, was nimmst du denn jetzt? Wir gehen einfach, mach einfach alles, was wir haben und hauen das hier in Traukometeor rein und da ist gut. Zweifelchen gescorft ist, das ist ganz gut. Oh, schade. Schade. Eisspeer. Ganz klar. Der Bus ist immer getroffen. Na gut, der hat bestimmt noch Eisspeer drauf. Und Leben ob. Hat sich gerade selbst ausgenockt. Oh, ich hoffe, der hat bloß noch ein Kind dran dabei. Chomp. Das ist bestimmt Scarf Chomp, ey. Ohne Mist. Das ist bestimmt Scarf Chomp. Thank you.
Mit Heatran haben wir immer gute Karten hier. Heatran ist jetzt mein Lieblings-Pokémon, nicht ohne Grund. Nicht ohne Grund. Sein. Gott sei Dank. Das wird jetzt mies, weil das jetzt nicht lange dauert, bis der tot ist. Erstmal protecten hier. Ich sag, das ist Scarf Chomp. Toxin. Verletz dich selbst, komm, komm, komm. Nein, schade. Komm. Ey, das muss man jetzt halten. Komm. Kein Bock, der gegen zu verlieren. Nicht in dieser Woche. Die lief so gut besetzt. Oh, Leute, wir hätten es aber noch gehalten. Also, ich hätte jetzt Lavasturm gemacht. Wenn ich tot gegangen wäre, wäre er wahrscheinlich im Gift gestorben. Also, wir hätten es noch gehalten. Es wäre zu unseren Gunsten sowieso ausgegangen. Das war knapp jetzt. Er steht 7 zu 1, Leute. 7 zu 1 in der ersten Woche Road to Master Season 1. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Wir sehen uns am Freitag wieder. Und wir gucken mal, ob wir 9 zu 1 draus machen können. Ich gehe auch mit 8 zu 2 gehe ich auch gerne raus. Aber das ist krass diese Woche. Das ist echt krass. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Haut rein und ciao.